Leute, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir, Jaco Wusch. Und heute geht es um das Thema Instagram. Ich wurde nämlich gebeten um Informationen von euch. Ich bin in letzter Zeit krass aktiv auf Instagram. Mir macht das irgendwie, keine Ahnung, ich habe das schon ewig einen Account, aber erst so seit so ein paar Wochen, wahrscheinlich inspiriert durch Lulu, die da so krass aktiv ist, habe ich so richtig Spaß daran gefunden und habe mich dementsprechend ein bisschen ausprobiert und so eine Möglichkeit gefunden, wie ich Fotobearbeitung für mich persönlich, ja, also es geht hier um meinen persönlichen Geschmack in diesem Video, das möchte ich nochmal betonen, ganz cool finde, also wie das für mich gut funktioniert. Und anscheinend fand nicht nur ich das cool, sondern auch viele von euch. Und zwar handelt es sich um so diese Vintage-analogen Effekte, die ich auf meinen Instagram-Fotos benutze. Ja, und da habe ich, also mein Postfach platzt mittlerweile wirklich. Unter jedem Foto sind Kommentare, ich kriege 1000 Insta-Directs, Jaco, welche Apps benutzt du und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was, ich mache kollektiv ein Video und zeige es euch einfach mal, weil es ist keine große Kunst, wirklich. Es findet alles auf meinem Handy statt und ich zeige euch das einfach mal, weil so viele Leute es anscheinend cool finden. Genau, und deswegen labere ich nicht groß drum rum und ja, let's go! Ich habe mir mal ein Foto rausgesucht, mit dem wir das ganz gut machen könnten. Achtet da auf jeden Fall drauf, dass wenn ihr ein Foto auf jeden Fall analogisieren wollt, so nenne ich das jetzt einfach mal, dass das Ausgangsfoto schon eine ganz geile Qualität hat und in einem guten Licht geschossen wurde. Genau, gehen wir rüber in die Apps. Das sind die Apps, die ich größtenteils benutze. Als erstes benutze ich oder habe ich früher eigentlich immer Facetune benutzt. Da kann man so ein bisschen sein Gesicht mit pimpen, wenn man scheiße aussieht. Ja, was ich oft tue, weil ich wenig schlafe und sehr ungesund lebe. Da kann man dann halt, ich ziehe das Foto jetzt mal hier rein. Das ist jetzt übrigens ein Foto, was ich nicht benutzen, also was ich normalerweise nicht in Facetune reinladen würde, weil ich den Hintergrund nicht verschwommen machen möchte. Das kann man hier beispielsweise machen mit unschärfen Effekten. Kann ich nochmal über den Hintergrund drüber gehen und den unscharf machen. Das würde ich jetzt bei diesem Foto allerdings nicht machen, weil ich das ganz schön finde, so wie es ist. Ansonsten kannst du hier noch, was weiß ich, deine Zähne weißer machen, deine Augen heller. Du kannst ja eigentlich alles machen. Kannst dir deine Pickel wegretuschieren. Aber ja, ich finde, das Foto geht klar, deswegen würde ich Facetune jetzt nicht unbedingt benutzen. Die nächste App, in die ich grundsätzlich reingehe, ist Visco. Visco hat verschiedene Filter, die eigentlich alle ziemlich geil sind. Und da muss man so herausfinden, was der perfekte Filter für einen selbst ist. Ich benutze einen gekauften Filter und zwar den HB2. Aber ich muss dazu sagen, hier gibt es auch ganz viele andere Filter, die wirklich cool sind. Und der zum Beispiel finde ich auch ziemlich geil, den A5 oder den F2. Die sind alle, oder warte, hier hinten, den habe ich früher immer benutzt, den T1. Finde ich auch sehr geil. Genau, dann könnt ihr hier nochmal einstellen, wie doll ihr diesen Effekt wollt. Ich finde für dieses Bild jetzt eigentlich, dass es auf voller Stärke eigentlich am geilsten ist. Und deswegen speichern wir das jetzt mal so ab. Als nächsten Schritt bin ich normalerweise immer in Afterlight reingegangen. Das finden ganz viele Leute auch ziemlich geil. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich benutze es heutzutage nicht mehr, aber viele Leute finden das ganz geil. Deswegen zeige ich euch das kurz. Ihr braucht immer zwei Effekte, wenn ihr so ein Vintage-Ding haben wollt. Zum einen einen Grain-Effekt, also dass das so ein bisschen kriselig ist. Und Dust-Effekte könnt ihr auch drüber hauen, also Staubeffekte. Ich benutze Afterlight im Moment nicht mehr so viel, weil ich den Grain-Effekt hier nicht so geil finde, weil der halt nur ins Helle geht. Also wenn ihr das seht, achtet zum Beispiel mal auf die dunklen Parts meiner Hose. Ich ziehe das hoch und es wird so kriselig. Für dieses Foto finde ich es eigentlich ganz okay, muss ich sagen, aber ich zeige euch gleich mal noch eine Alternative. Und ansonsten könnt ihr hier noch auf Dusty-Effekte gehen und da könnt ihr Verschiedenes durchgehen und es passt immer zu jedem Bild eigentlich ein anderer Effekt. So habe ich das sonst gemacht. Heutzutage mache ich das ein bisschen anders. Ich gehe zuerst in die Glitch-Foto-App. So, dann nehme ich mir hier das Foto bei Glitch und dann warten wir, bis die Werbung weg ist, weil die App nun mal umsonst war. Und dann gehe ich hier unten auf diese Effekte. Die App hat eigentlich super hässliche Effekte, muss ich sagen, aber ich benutze die immer so ein bisschen, um ja, ein Analog-Ding reinzukriegen. Genau, also wie ihr seht, hier unten, der ganz linke Effekt, den nutze ich immer, der setzt so einen Spiegel drüber und ich mache den aber nur ganz schwach. Also wenn ihr das seht, so ist es schon zu viel und ich gehe quasi zurück, bis dieser Schatten kaum noch da ist. Das gibt dem Foto so eine gewisse Unschärfe und das speichere ich so ab. So, und danach gehe ich eben nicht mehr in Afterlight, sondern ich gehe in die App Filterloop.
Also für mich hat sich das irgendwie als cooler erwiesen. Und da ziehen wir mal kurz das Foto rein. Und dann gehe ich auf Textures. Und was ich eigentlich nur benutze, sind hier die Dust-Effekte. Und hier drüben die Refined Grain Effekte. So, gehen wir erstmal auf das. Da kann man sich dann irgendwas aussuchen. Ich muss sagen, ich nehme immer einfach irgendwas. Das macht das alles irgendwie halbwegs analog. Was ich auch immer ganz geil finde, ist der hier. Der hat so diesen typischen Dingsstreifen. Man kann das hier auch so verschieben. Nehmen wir den jetzt einfach mal. Dann gehen wir zu Refined Grain. Und da gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten und nicht. Ich nehme immer Harsh. Und dann gehe ich quasi immer so lange dann drüber, bis ich auf irgendeinen Effekt komme, den ich ganz geil finde, so wie den hier. Und dann gehe ich manchmal nochmal drauf und nehme noch einen hellen drüber. Safen wir das mal kurz. Und genau so würde ich das jetzt bei Instagram hochladen. Und das war's schon. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Besucht mich auf Instagram, ja? Also ich würde mal sagen, wisst ihr, das, man kann sich das so vorstellen. Auf Instagram beschreibe ich all meine Probleme und Gedanken und auf YouTube melde ich mich erst, wenn ich die Lösung dafür gefunden habe. Wenn ihr den Prozess dieser kranken Gedanken mitbekommen wollt, dann besucht mich auf Instagram. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ihr seid süß, ihr seid klein. Denkt immer daran, den Schlüpfer zu wechseln. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao. Und das macht man jetzt so. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ihr mehr von Jacques Wusch sehen wollt. So was sagt man das, ne? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.